Nachdem er erfahren hat, dass es Spione gibt und seine Familie bei einem Unfall verloren hat, widmet er sich dem Ziel, der stärkste Mensch zu werden, der er sein kann. In der Geschichte wird ein Junge namens Tai vorgestellt, der vor kurzem seine Familie bei einem Unfall mit LKW-Kun verloren hat. Das heißt Truck-Kun-Regie. Grrr. Er war nach dem Vorfall entsetzt, weil ihm klar wurde, wie vergänglich das Leben ist und dass er jeden, der ihm etwas bedeutet, jederzeit verlieren kann. Während Mutsumi seine Jugendfreundin den Verlust seiner Familie beklagt, versichert sie ihm, dass sie ihn nicht im Stich lassen wird. Nach einiger Zeit sehen wir Tai in seinem Klassenzimmer. Seine Klassenkameraden kommen auf ihn zu und wollen mit ihm ausgehen, aber er lehnt ab. Sie sind verärgert, denn es ist nicht das erste Mal, dass er sie abweist. Sie nehmen an, dass er schüchtern ist und beschließen, sich zurückzuziehen, nachdem sie gemerkt haben, dass er Angst hat und sich fragt, warum er keine Zeit mit ihnen verbringen will. Aber es stellt sich heraus, dass er eigentlich froh ist, dass sie auf ihn zugegangen sind. Es fällt ihm nur schwer, sich anderen mitzuteilen, da er immer noch um seine Familie trauert. Als sie weg sind, kommt Mutsumi auf ihn zu und füttert ihn, wobei sie ihn daran erinnert, dass er sich gesund ernähren soll. Wir erfahren, dass ihre Mitschüler neidisch auf sie sind, weil sie alle Mutsumi süß finden. Tai fängt an, sich asozial zu verhalten und sie macht sich Sorgen um ihn, weil er sagt, er müsse mit Leuten reden. Er erzählt ihr jedoch, dass sie den Senior Tanaka abgewiesen hat, obwohl sie ihn für einen wunderbaren Mann hielt, und Tai fragt sich, warum sie das getan hat. Sie drängt Tai, sich mit seinen Klassenkameraden zu unterhalten, und sagt ihm, er solle sich nicht mit ihr beschäftigen. Gerade als sie ihn füttern will, verschlingt Hirokawa, der stellvertretende Direktor, das Essen. Als sie wütend wird und ihn daran erinnert, dass er versprochen hat, mit dem Naschen aufzuhören, sagt er, er habe sich einfach nicht beherrschen können. Er sagt, dass er seinen Stundenplan geändert hat, weil er ihr Essen vermisst hat, obwohl sie weiß, dass er auf einer Dienstreise ist. Er bittet Tai, sich nach dem Unterricht mit ihm zu treffen, da er ihre Haarfarbe mag, aber sie weist ihn an, zurück in sein Büro zu gehen. Tai glaubt, dass Hirokawa seltsam ist und fragt sich, ob er etwas falsch gemacht hat. Als Tai nach dem Unterricht in Hirokawas Büro ankommt, fragt er, warum er gerufen wurde, worauf Hirokawa antwortet, dass er eine Sammlung von Mutsumis Fotos hat. Er erzählt ihr, dass er unzählige Fotos von ihr gemacht hat und dass er sie aus dem Schatten heraus beobachtet hat, um sie vor ihren Freiern zu schützen. Er weiß, dass Tanaka sich ihr genähert hat, und es ist klar, dass Hirokawa ihn gequält hat, bevor er ihm befahl, sie zu meiden. Hirokawa fragt Tai, ob er anfängt, etwas für sie zu empfinden, und als Tai begreift, dass er sich aufgrund seines Wahnsinns in Gefahr befindet, droht er ihm mit Mord. Tai ist erschrocken und beginnt, um sein Leben zu fürchten, aber Hirokawa tröstet ihn, indem er ihn darauf hinweist, dass Mutsumi seine Schwester ist, und ihm sagt, dass er es nicht persönlich nehmen soll. Doch wie aus dem Nichts taucht ein Mädchen auf, das einen Knopf drückt, um das Licht einzuschalten und Tai zu befreien. Als er wieder zu sich kommt, begrüßt ihn Mutsumi und drückt ihre Erleichterung darüber aus, dass er am Leben ist, aber er stellt fest, dass er von Fremden umgeben ist. Als er sie in Panik fragt, wer sie sind, beruhigt ihn Mutsumi und stellt sie als ihr Geschwister vor. Sie enthüllt, dass Futaba, das Mädchen, das ihn gerettet hat, einen Bruder namens Shinzo hat, der von Waffen fasziniert zu sein scheint. Ihre Schwester Shion behauptet, technisch versiert zu sein, und sie hat einen weiteren Bruder namens Kengo, der Katzen zu mögen scheint. Miau. Ihr Hund Goliath dient ihnen als Wachhund, während ihr Bruder Nanao gerne experimentiert. Tai ist schockiert, als er erfährt, dass Mutsumi eine Spionagefamilie ist, und fragt sich, ob er reingelegt wurde. In dem Glauben, es handle sich um ein Spielzeug, nimmt er eine von Shinzos Schusswaffen, doch als er sie abfeuert, stellt er fest, dass sie echt ist. Sie erklären ihm, dass die Arbeit als Freiberufler und Spion wie jeder andere Beruf ist, aber sie scheinen Probleme zu haben, weil die Regierungsspione sie für weniger Geld anheuern. Shion zufolge hat die Familie die besten Online-Bewertungen, und Kengo sagt, dass ihr Bruder Kyuichiro sie beliebter macht, weil die Frauen ihn anbeten. Als Tai bemerkt, dass Kengo sich auf Hirokawa bezieht, stellt Futaba klar, dass Hirokawa der beste Spion der Familie ist, obwohl er ein fehlerhafter Typ ist. Als Tai fragt, warum er ausgewählt wurde, sagt sie, dass sie Informationen haben, dass jemand versucht, Mutsumi zu töten. Laut Futaba wäre Mutsumi wegen Kyuichiro fast gestorben, und der Stress des Ereignisses hat ihr weiße Haare beschert. Da er sich für den Vorfall verantwortlich fühlt, ist er auf sie fixiert und entschlossen, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um sie zu beschützen. Da Tai ihr Kindheitsfreund ist, macht er eine Ausnahme für sie und lässt alle anderen in ihrer unmittelbaren Umgebung verschwinden. Kyuichiro beschloss jedoch, ihn zu töten, nachdem er von den Informationen erfahren hatte. Als Kyuichiro das Haus betritt, geht plötzlich der Alarm los, aber Tai wird beschützt werden, schwören die Geschwister. Shinzo gibt zu, dass er im ganzen Haus Fallen aufgestellt hat, aber alle sind sich bewusst, dass Kyuichiros außergewöhnlichen Fähigkeiten sie immer noch im Nachteil sind.
Tai hat das Gefühl, dass er ihnen das Leben schwer macht, aber Futaba ermahnt ihn, sich keine Sorgen zu machen, weil es immer eine Familienangelegenheit ist. Sie erzählt ihm, dass es in ihrer Familie ein Gesetz gibt, das es ihnen verbietet, sich gegenseitig zu töten, und gibt ihm den Rat, Mutsumi zu heiraten. Sie informiert ihn über den Kirschblütenring, den ihre Familie verwendet, und dass sie die Ehe als offiziell geschlossen gilt, wenn er seine Partnerin die Hälfte davon gibt. Wenn Mutsumi ihm also den Ring gibt, kann Kyuichiro ihn nicht töten. Futaba respektiert den Wunsch seiner Familie, aber sie will ihn nicht heiraten, weil er über ihren Tod nicht hinweggekommen ist. Als sie sich auf den Kampf vorbereiten, entdecken sie, dass Kyuichiro bereits die Kammer betreten hat und behauptet, Shinzos Fallen zerstört zu haben. Als er Futabas Warnungen missachtet, sich zurückzuziehen, schlägt sie ihn unerwartet zu Boden, woraufhin sich alle gegen ihn wenden. Doch er kann sich schützen und schießt sie alle mit seiner Waffe weg. Er verlangt, dass sie Tai aufgeben, und droht damit, das Haus niederzubrennen, wenn sie sich weigern. Futaba stürmt herein und versucht, näher heranzukommen, wird aber schließlich in Gewahrsam genommen. Als Shion sich zum Kampf bereit macht, befiehlt sie den anderen, sich zurückzuziehen, aber Kyuichiro versichert ihr, dass sie nicht in der Lage sein wird, ihn zu besiegen. Sie befiehlt ihren Drohnen zu feuern, aber das scheint sie nicht zu kümmern. Wir schalten zu Tai, der sich Sorgen um die anderen macht. Mutsumi beruhigt ihn, dass es allen gut gehen wird, weil sie keine Familienmitglieder töten dürfen. Sie zeigt ihm ein Versteck und sagt ihm, er solle dort bleiben, aber sie spürt seine Sorge und sagt ihm, dass er nirgendwo hingehen wird. Nachdem er die Drohnen besiegt hat, fordert Kyuichiro Tai auf, ihn zu umarmen, wenn er Mutsumi mit ihr sieht. Sie greift ihn jedoch aus heiterem Himmel an, sodass er sie mit seinen Drähten zurückhält. Als er zugibt, dass er beeindruckt war, nimmt er die Maske ab und stellt fest, dass Kengo in Wirklichkeit Mutsumi war. Er weiß, dass Mutsumi sich als Tai ausgibt, und wir werden Zeuge, wie Tai die beiden beobachtet und merkt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Sie sagt ihm, er solle Tai in Ruhe lassen, weil er ihr nichts tun wolle, und nimmt ihre Verkleidung ab. Er willigt ein, aber warnt sie auch, dass sie drinnen bleiben muss, weil es draußen unsicher ist. Er erklärt ihr, dass er alles in ihrer unmittelbaren Umgebung beseitigen wird, damit ihr niemand etwas antun kann. Und er lässt sich sogar abstechen, während er sagt, dass er bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu schützen. Gerade als sie bereit ist, seine Forderung zu akzeptieren, taucht Tai aus dem Nichts auf und fordert Kyuichiro auf, sie freizulassen. Er lehnt jedoch ab und erklärt, Tai soll ihre Familie meiden. Als er merkt, dass Kyuichiro seine Angst vor dem Verlust von Wertgegenständen teilt, versteht er, dass sie sich ähnlich sind. Dennoch ist Tai mit seinem Vorgehen nicht einverstanden, da er weiß, dass Mutsumi durch ihn leidet. Tai rät ihr daraufhin, ihn zu heiraten, und sagt ihr, dass es ihm gut gehen wird, weil sie ihm versprochen hat, ihn niemals gehen zu lassen. Sie wirft ihm einen Ring zu, aber bevor er ihn annehmen kann, unterbricht ihn Kyuichiro und erklärt, dass er Tai niemals heiraten lassen würde. Aber weil er sich daran erinnert, wie Mutsumi sich immer um ihn gekümmert hat, gibt er nicht auf und kann damit umgehen. Deshalb will er auch nicht, dass Kyuichiro ihr Schmerzen bereitet. Als die Geschwister dort ankommen, trägt Tai den Ring und hat geschworen, Mutsumi zu beschützen. Sie gratulieren ihm und ermutigen Kyuichiro, ihn zu trainieren, damit er Mutsumi verteidigen kann. Futaba findet ihn fantastisch. Als Tai am nächsten Morgen aufwacht, findet er Kyuichiro mit einem Messer über sich stehen. Kyuichiro lobt ihn für seine schnellen Reflexe, da er dem Messer nur knapp ausweichen kann. Tai glaubt, dass er ihn erneut ermorden will, aber Kyuichiro stellt klar, dass dies nur ein Teil seiner Ausbildung ist, und fügt hinzu, dass Spione auch im Schlaf wachsam bleiben müssen. Kyuichiro packt Tai abrupt mit seinen Drähten und sagt, es ist Zeit für ein wenig Training. Als wir auf Mutsumi gehen und die ihr Mittagessen zubereitet, hört sie Tai schreien. Als sie nach ihm sieht, ist Kyuichiro da und hilft ihm beim Dehnen. Kyuichiro beschließt aufzuhören, als Mutsumi wütend wird. Als das Haus explodiert, schaut er auf die Uhr und versteht, dass sie fliehen müssen. Nachdem das Haus explodiert, ist erst, ich wäre ja lieber vorher, egal. Schnell schnappt er sich Mutsumi und sie springen aus dem Fenster. Als Tai Kyuichiro fragt, was passiert ist, erzählt er, dass jemand eine Bombe im Haus platziert hat. Sie werden in einem Auto gesehen, und Shinzo berichtet Kyuichiro, dass Mutsumi das beabsichtigte Opfer war, weil die Bombe in der Küche lag. Als Tai Kyuichiro fragt, warum er sie töten wollte, enthüllt er, dass Mutsumi das 10. Oberhaupt der Familie Yosakura ist. Kyuichiro erklärt weiter, dass das Geschlecht der Yokasura auf die Ninjas der Edo-Periode zurückgeht und dass alle ihre Nachkommen übermenschliche Fähigkeiten besitzen. Allerdings gibt es immer eine Person, die an der Spitze geboren wird. Sie trägt das übermenschliche Gen in sich, so dass ihre Nachkommen über Fähigkeiten verfügen, obwohl sie selbst machtlos sind. Damit die Familie ihr Erbe weiterführen kann, ist es ihre Aufgabe, Mutsumi zu beschützen. Kyuichiro stellt fest, dass alle nur Mutsumi beschützen wollen, da sie ihre Geschwister sind und sich nicht um die Blutlinie scheren.
Kyuichiro zufolge besteht Mutsumis derzeitiges Ziel darin, die Außenwelt kennenzulernen, da sie schließlich als Oberhaupt der Yosakura-Familie in die Unterwelt eintreten wird. Dies bietet ihren Gegnern jedoch eine Gelegenheit, sie anzugreifen. Tai gerät in Panik, als sie einen kurzen Schusswechsel von hinten hören, aber Kyuichiro beruhigt ihn, dass das Auto kugelsicher ist. Das Auto weicht aus, als die Soldaten mit größeren Waffen das Feuer eröffnen. Als Kyuichiro bemerkt, dass es sich bei dem Fahrer um Goliath handelt, fordert er ihn auf, ruhiger zu fahren und äußert seine Sorge, seinen Tee zu verschütten. Tai findet das unglaubwürdig. Goliath kann den Raketen der Männer ausweichen, als diese beginnen, auf sie zu schießen. Nachdem Kyuichiro seinen Tee verschüttet hat, macht er sich auf den Weg, um die Situation selbst in den Griff zu bekommen. Mithilfe seiner Drähte kann er die Schüsse abwehren und die beiden verfolgenden Autos zerstören. Als er zu Tai und Mutsumi zurückkehrt, erklärt er Tai, dass er nun ein Mitglied ihrer Familie ist und auch auf Mutsumi aufpassen muss. Außerdem plant er, Tai alles beizubringen, was man als Spion wissen muss. Kyuichiro gibt ihm eine Waffe und weist ihn an, dass seine erste Aufgabe darin besteht, Mutsumi den ganzen Tag lang vor den Attentätern zu beschützen. Als sie in der Schule ankommen, folgt Tai Mutsumi und durchwühlt den ganzen Raum, bevor sie ihre Freunde begrüßt. Die anderen Jungs begrüßen Tai, aber sie sind entsetzt, als sie sein Gesicht sehen und fragen sich, was mit ihm los ist, während die Mädchen sein Verhalten seltsam finden. Als wir zum Auto zurückkehren, ist Tai erschrocken, als er die Pistole sieht, aber Kyuichiro beruhigt ihn, dass sie sie immer noch verstecken können, selbst wenn er jemanden tötet. Tai ist erleichtert, als er hört, wie Mutsumi ihren Bruder ermahnt, mit dem Herumspielen aufzuhören, aber sie weist darauf hin, dass Waffen nicht sehr nützlich sind, weil die wirklichen Bedrohungen Gift und Bomben sind. Er soll nach Tamaya Ausschau halten, einem Bombenleger, von dem Kyuichiro behauptet, er verfüge über ausgezeichnete Bomben und habe in der Vergangenheit sogar seine Dienste in Anspruch genommen. Tai fragt sich, aus welchem Grund Tamaya ihn verraten hat, aber Kyuichiro weist ihn darauf hin, dass Menschen in diesem Beruf häufig mit Leichtigkeit die Gefolgschaft wechseln. Tamayas einziges Manko, so Kyuichiro, ist, dass er süchtig nach sozialen Medien ist und sich sogar über seine Arbeit austauscht. Kyuichiro teilt ihnen mit, dass er einige Gefangene retten muss und nicht zu ihnen stoßen wird. Dennoch warnt er Tai, nicht unvorsichtig zu sein, und verweist auf Tamayas Tweet, der besagt, dass es 2 weitere Explosionen geben wird. Deshalb muss er Mutsumi unter allen Umständen beschützen, bis er zurückkehrt. Tai hat das Gefühl, Mutsumi durch den Raum zu folgen, weil er nicht weiß, wo die Bomben sind. Er beginnt auszuflippen, als Tamaya meldet, dass die 2. Bombe gezündet wurde und er von einem Ball getroffen wird. Während die anderen Jungs nach ihm sehen, sieht er jemanden durch das Fenster und rennt zu ihnen. Er erreicht das Krankenhaus, bleibt aber vor der Tür stehen. Die Krankenschwester kommt hinter ihm her und fragt ihn, ob es ihm gut geht. Er sagt schnell, dass es ihm leid tut, aber die Frau lächelt. Zurück ins Klassenzimmer. Tai überprüft sein Telefon und sieht, dass die letzte Bombe gezündet wurde, während Mutsumi mit den anderen Mädchen spricht. Er denkt darüber nach, wie Mutsumi gelernt hat, sich zu schützen. Zum Beispiel ist sie nie etwas, das man ihr gibt, und versucht immer, nicht allein zu sein. Die Jungen sagen ihm, dass es ihnen leid tut, dass sie ihn wieder geschlagen haben, und geben ihm ein paar Süßigkeiten. Er isst sie sofort auf und die Jungen sind schockiert, dass er sie genommen hat. Das lässt ihn daran denken, wie viel Angst er bekommt, wenn sie normal mit ihm reden. Sie überlegen, Tai sofort ins Krankenhaus zu bringen, weil er sich krank fühlt, aber dann fällt ihnen ein, dass die Krankenschwester heute nicht da ist, und Tai wird ohnmächtig. Als er aufwacht, sieht er Mutsumi und sie sagt ihm, dass das Krankenhaus geschlossen ist. Tai weiß nicht viel über sie, obwohl sie seit ihrer Kindheit befreundet sind, und er beginnt sich zu fragen, ob er der Richtige für sie ist. Sie ist immer für ihn da, obwohl sie die ganze Zeit in Gefahr ist. Er denkt darüber nach, wie er sich entschieden hat, sie zu heiraten, ohne darüber nachzudenken, wie sie sich fühlt, aber plötzlich schlägt sie ihn und sagt, sie habe sich für ihn entschieden und dankt ihm, dass er sie geheiratet hat. Tai ist froh, das zu hören, aber dann sieht er eine Bombe an der Decke. Die Jungs interessieren sich für das Geräusch und denken, es könnte ein Experiment des Wissenschaftsclubs sein, als die Bombe hochgeht. Wir sehen Nanao und eine Frau, die die Explosion bewundern. Es stellt sich heraus, dass die Frau Kengo ist. Tai und Mutsumi sind noch am Leben und Tai ist verwirrt darüber, wie Tamaya die Bombe hätte zünden können, wenn sie in einem anderen Raum waren. Er erinnert sich, dass das Krankenhaus geschlossen war, also war dies der nächstbeste Ort, an dem sich jemand ausruhen konnte. Durch Beobachtung seiner Bewegungen findet er heraus, dass Mutsumi beobachtet wird, und er findet die 3. Bombe an seinem Körper. Er findet heraus, dass Tamaya absichtlich allen von seinen Plänen erzählt hat, damit Tai bei Mutsumi bleibt und die Bombe ist, die sie tötet.
Als die Zeit abläuft, springt Hai aus dem Gebäude, um von Mutsumi wegzukommen. Die Tür ist jedoch verschlossen, aber Kyuichiro fängt ihn aus heiterem Himmel auf, entschärft die Bombe und sagt Hai, wie stolz er ist, dass er seine Aufgabe erfüllt hat. Okay, Respekt für den Brudi. Als Mutsumi ihn fragt, was er mit der Bombe machen wird, sagt er ihr, dass er sie ihrem Besitzer zurückgeben wird. Shinzo, Nanao und Kengo tauchen alle auf. Mutsumi erfährt, dass alle zugeschaut haben, aber Kengo sagt, sie wollten Tai nur bei seiner ersten Mission sehen. Shinzo übergibt Tamaya an Kyuichiro, die ihn aus dem Fenster wirft, als seine Bombe hochgeht. Tamaya bittet um Vergebung, aber Kyuichiro hört nicht auf ihn. Als Tai bei ihnen zu Hause auftaucht, wird Kyuichiro wütend, aber Mutsumi erzählt ihm, dass Tais Haus von der Bombe zerstört wurde und dass sie verheiratet sind. Er kann nicht Nein sagen, also sagt der Tai, dass er ihn im Auge behalten soll. Wir sehen Tai auf dem Boden, während Mutsumi von einem brutalen Kerl festgehalten wird. Sie bittet ihn, sie zu retten, aber er kann nichts tun. Er macht sich über ihn lustig, weil er schwach ist. Er wacht auf und erkennt, dass alles nur ein Traum war. Er denkt darüber nach, was in letzter Zeit passiert ist und weiß, dass er stärker werden muss. Er tritt aus Versehen auf Goliath, was diesen wütend macht. Daraufhin greift Goliath Tai an. Er fängt an zu schreien, also geht Mutsumi hin, um seine Wunden zu behandeln und erzählt Kyuichiro, dass sie Goliath gesagt hat, er solle auf ihn aufpassen, damit Kyuichiro sich von ihm fernhält. Sie sagt Goliath, er solle ihn nicht verletzen und sagt ihm, dass Goliath dem Familienoberhaupt nie etwas antun würde, aber Tai hat immer noch Angst vor ihm. Bald darauf bittet er Futaba, ihn zu trainieren, da er stärker werden müsse, um Mutsumi zu beschützen, doch plötzlich wirft Futaba ihn herum und sagt ihm, er solle sich nicht beeilen, denn selbst der beste Boxer brauche 3 Jahre, um besser zu werden. Sie sagt ihm, dass er überhaupt nicht talentiert ist. Er wird Mutsumi auf jeden Fall beschützen, aber sie nennt ihn einen Dummkopf, weil sie weiß, dass seine Gefühle seinem Ziel im Weg stehen werden. Sie sagt ihm, dass er 1 Monat lang im Haus leben muss, bevor sein richtiges Training beginnt und fragt ihn, ob er ihr sehr strenges Training ausprobieren möchte. Er bedankt sich für die Chance, aber er geht in eine Falle und stirbt fast, als sie ihm sagt, dass das Haus voll von ihnen ist. Sie sagt ihm, dass das Leben dort hart sein wird, aber dass es Teil seiner Ausbildung ist und dass er sein Ziel nie erreichen wird, wenn er nicht einmal an ihnen vorbeikommt. Er weiß, dass er es vielleicht nicht schafft und sterben könnte. Am nächsten Morgen schrillt der Wecker, aber Tai bleibt im Bett. Plötzlich geht der Wecker los. Er versucht mit aller Kraft aus seinem Zimmer zu kommen, löst aber eine weitere Falle aus, die ihn fast tötet. Als Tai an den Tisch kommt, sagt Futaba ihm, dass dies Teil seines Trainings ist, aber Mutsumi ist nicht einverstanden, weil er es für zu riskant hält. Tai fragt sie, wie sie in dem Haus am Leben bleibt, woraufhin sie ihr sagt, dass die Fallen für die Familienmitglieder nicht funktionieren. Wir finden heraus, dass das Haus von einem Computer gesteuert wird. Sobald er alle Fallen beseitigt hat, wird der Computer ihn als Familienmitglied erkennen. Er glaubt allerdings, dass er dafür 2 Jahre brauchen wird. Als Nanao ihn erzählt, dass ihr Essen vergiftet ist, damit sie sich daran gewöhnen können, wird ihm mulmig zumute. Es reicht aber gerade aus, um Durchfall zu bekommen. Er muss sofort auf die Toilette, aber er muss erst an einer verschlossenen Tür vorbeikommen. Alter, ist das mies. Stell dir mal vor, du hast so richtig scheiße Reihe und musst erst an irgendeiner Tür vorbeirennen. Ah Gott, das ist definitiv nicht freundlich, Freunde, nicht wahr? Weiter geht's. Futaba sagt Mutsumi, sie solle ihn das machen lassen, wenn sie ihm helfen wolle. Kyuichiro geht auf sie zu und sagt ihr, dass sie schön ist, aber niemand beachtet ihn. Sie beschließen, Tai zu helfen, weil sie ihn schreien hören können. Alle amüsieren sich prächtig, weil sie den Fallen leicht ausweichen können, aber Tai hat eine schreckliche Zeit. Sein Leben verwandelt sich in eine lebende Hölle. Wir sehen Tai in der Klasse, aber seine Freunde machen sich Sorgen um ihn, weil sie wissen, dass er schwer verletzt ist. Sie lassen ihn in Ruhe, weil er ihnen sagt, es ginge ihm gut. Ja, ist klar. Wir erfahren, dass seine Familie ihm ein Hemd geschenkt hat, das viel zu schwer für ihn ist, so dass er sich nur schwer bewegen kann. Eines Abends sehen wir, wie Tai mit einer Waffe trainiert, weil er die Fernbedienung des Fernsehers aus der Ferne treffen muss, um ihn einzuschalten, aber Mutsumi unterbricht ihn und fordert ihn auf, eine Pause zu machen. Sie gibt ihm Tee und sagt ihm, er solle sich nicht zu sehr anstrengen. Sie weiß, dass er das tut, um sie zu beschützen. Sie sagt ihm, dass er nicht schwach ist, als er versucht, das Gegenteil zu behaupten. Zurück in der Vergangenheit erfahren wir, dass Tai und Mutsumi früher nebeneinander wohnten, aber nicht viel miteinander sprachen. In der Highschool wurden sie wegen ihrer Haare gehänselt und wir sehen eine Gruppe von Mädchen, die ihr drohen, sie abzuschneiden, aber Tai hält sie auf und schneidet sich aus heiterem Himmel selbst die Haare ab. Die Mädchen sind schockiert und beschließen zu gehen, weil sie ihn für verrückt halten. Er erzählt Mutsumi, dass der Vertrauenslehrer ihm gesagt hat, er solle sich die Haare abschneiden und sie solle nicht darüber nachdenken.
Er bietet ihr auch an, ihr zu helfen, falls sie jemals in Schwierigkeiten geraten sollte. In der Gegenwart sagt Mutsumi zu Tai, dass er immer für sie da war und er deshalb nicht so streng mit sich sein muss. Am nächsten Tag geht der Alarm los, aber Tai stoppt ihn und geht direkt an den Fallen vorbei. Toshio ist froh, dass er eine Waffe nehmen und den Knopf drücken kann. Er erzählt Shinzo, dass er den Sender immer noch nicht wechseln kann, also hilft Shinzo ihm. Shion stößt zu ihnen und erzählt ihnen, dass sie Daten über Tais Arbeit hat, die sie Shinzo gibt. Sie haben Tai geholfen, aber er versteht nicht, warum Shinzo immer in einem Mülleimer ist. Er sagt Tai, dass sie nicht so anders ist als er, weil er schüchtern ist. Sie sagt Tai, dass er Nanaos Hilfe braucht, um mit dem tödlichen Gas fertig zu werden. Also macht er sich auf die Suche nach ihm. Weil Tai so große Fortschritte macht, denkt Shinzo, dass er schlau ist, aber sie denkt, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum wir beide recht haben. Wir sehen Futaba und Kengo, die im Haus herumlaufen. Sie sehen, wie Nanao mit Tai krabbelt und ihm sagt, dass das Giftgas ihm nichts anhaben kann, solange er sich nicht bewegt. Futaba sagt Kengo, dass er sich auf seine Arbeit konzentrieren soll, als er anfängt, über sie zu reden. Tai entkommt den Fallen und geht zu den anderen an den Tisch, wo er mit ihnen essen kann, obwohl das Essen giftig ist. Um zu erklären, dass es 3 Wochen her ist, seit er in das Haus gezogen ist, sagt Mutsumi, dass es ihm gut geht. Er trinkt die Milch, die Mutsumi ihm gibt, aber dann fühlt er sich seltsam, also rennt er schnell ins Bad, kann aber die Tür nicht öffnen. Sie macht sich Vorwürfe, weil sie ihm die Milch gegeben hat. Vielleicht laktoseintolerant oder doch vergiftet, wer weiß. Gerade als Kengo die Tür öffnet, sehen sie ihn auf dem Boden liegen. Nanao sieht nach Tai und stellt fest, dass er müde ist und Fieber hat. Er muss sich einfach nur ausruhen. Er sagt, er könne noch eine Woche am Leben bleiben, aber Futaba zieht ihm die falsche Haut ab und man sieht, wie schlecht es um seine Gesundheit steht. Sie befürchtet, dass er sterben wird, wenn er sich nicht ausruht. Sie weiß, dass er mit ihren Brüdern zusammengearbeitet hat, um in der Villa am Leben zu bleiben und dass Kengo ihm die falsche Haut gegeben hat. Sie sagt Nanao, dass es falsch sei, seine Wunden hinter ihrem Rücken zu behandeln, aber er sagt ihr, sie solle sich keine Vorwürfe machen. Er erzählt ihr, dass ihre Brüder versucht haben, ihn aufzuhalten, aber er hat sie überredet, ihm zu helfen, weil er Mutsumi beschützen will. Sie schlägt ihn und sagt ihm, er sei dumm, weil er sich nicht um sich selbst kümmere, weil er sein Ziel nicht erreichen könne. Sie sagt ihm, dass es auch zu seinem Training gehört, zu lernen, wie man am Leben bleibt. Dann gibt sie ihm ein Buch darüber, wie man verschlossene Türen öffnet und sagt ihm, er solle es studieren, während er gesund wird. Futaba verlässt den Raum, aber sie sagt ihm, dass sie sich in ihm geirrt hat, weil sie jetzt weiß, dass er viel Willenskraft hat und dass es seine Liebe zu Mutsumi ist, die ihn weitermachen lässt. Sie glaubt nun, dass er es schaffen wird. Tai öffnet nach einiger Zeit endlich die Badezimmertür, was alle glücklich macht. Er bedankt sich bei ihnen für ihre Hilfe und plötzlich sagt Futaba ihm, dass das Haus ihn als Familienmitglied kennt, weil sein Ring leuchtet. Sie sagt ihm, dass er seine Sache gut macht, aber dass seine eigentliche Ausbildung gerade erst noch beginnen wird. Alle setzen sich für ihn ein und wollen, dass er gut abschneidet. Wenn Mutsumi für ihre Familie kocht, fügt sie immer ein wenig Gift hinzu. Aber Tai fragt sie, ob sie einen BH anziehen soll, was sie überrascht und mich irgendwie auch. Er versucht ihr zu erklären, dass er nur seine Tricks geübt hat, aber sie hört ihm nicht zu. Kengo taucht auf und bietet ihm an, es ihm beizubringen, aber er macht sich nur über ihn lustig. Als Shinzo fragt, was sie da machen, reißt Tai Kengo die Maske herunter. Als Kyoichiro hereinkommt, sagt er, er müsse einen Auftrag erledigen. Er versucht Mutsumi zu küssen, aber sie schlägt ihn stattdessen. Wir erfahren, dass Shinzo auch auf einer Mission geht. Tai macht sich Sorgen um ihn, aber er sagt ihr, dass es sich einfach um eine einfache Mission handelt, bei der sie die Originalplatte für ein bisschen Falschgeld zurückholen müssen. Shinzo gibt Tai etwas, bevor er geht. Wir sehen Tai und Mutsumi auf dem Weg zur Schule, als plötzlich ein Baseball nach ihnen geworfen wird. Tai fängt ihn ohne hinzuschauen und wirft ihn ganz schnell zurück. Der Trainer fordert ihn sofort auf, dem Team beizutreten. Warum nur? In der Mittagspause sagt Mutsumi ihm, er solle aufpassen, dass er sich nicht zu sehr aufspielt, denn durch sein Training sei er stärker geworden. Nach der Schule kümmert sich Mutsumi um den gesamten Papierkram der Familie. Tai ist erstaunt, wie sie das alles schafft, aber sie sagt, das sei ihre Aufgabe als Familienoberhaupt, deshalb kümmere sie sich ständig darum. Plötzlich merkt sie, dass etwas fehlt, also geht sie zu Kengo. In Mutsumis Worten, ich habe vergessen, die Unterlagen für seinen Bericht beizufügen. Tai ist schockiert, wie unordentlich sein Zimmer ist. Tai schlägt vor, im Zimmer danach zu suchen, aber Kengo sagt, dass es keinen Sinn hat, da er es nicht getan hat. Daraufhin sagt Tai, dass es doch wichtig sei. Mutsumi sagt ihm, er solle sich vor ihr bedecken, wenn er nackt herauskommt, aber Kengo erinnert sie daran, dass sie früher zusammen gebadet haben, als sie noch jünger waren. Mutsumi plant, ihn zu schlagen, aber Kengo rennt direkt an ihnen vorbei.
Er versucht zu entkommen, als Tai versucht, ihn aufzuhalten, aber Tai zögert so, dass er entkommen kann. Wir sehen, wie das Haus verriegelt wird, als Mutsumi den Schlafmodus einstellt. Währenddessen krabbelt Shinzo durch einen Lüftungsschacht und schaut durch eine Röntgenbrille. Er sagt, dass die Sicherheitsvorkehrungen strenger sind, als er dachte, und wir sehen den Direktor das Gebäude betreten. Er ist froh, dass die Dinge gut laufen, aber es sieht so aus, als hätte jemand anderes das Sagen. Zwei der Wachen werden getötet und Shinzo bekommt das Originalschild, aber dann geht der Alarm los. Mutsumi und Tai sind auf der Suche nach Kengo. Sie sehen nach, ob er sich mit einem der anderen Kinder versteckt, aber niemand hat ihn gesehen. Sie gehen zu Kyoichiros Zimmer, finden dort aber nur Bilder von Mutsumi, also gehen sie. Als die drei anderen Geschwister auftauchen, wissen sie nicht, was sie tun und erfahren, dass Kengo eigentlich einer von ihnen war. Bevor sie Kengo lachen hören können, taucht er auf einem Bild auf und verschwindet dann schnell. Tai geht ihm nach, aber Kengo entkommt, als sie um die Ecke biegen. Tai zeigt Mutsumi einen Tunnel, als sie fragt, was passiert ist. Sie ist schockiert, dass sie nichts von dem geheimen Tunnel wusste und sie ist sauer, dass Kengo entkommen konnte. Als Mutsumi die Abriegelung aufhebt, gehen sie zurück in Kengos Zimmer, um den Papierkram zu erledigen, doch plötzlich legt Mutsumi Tai Handschellen an und nennt ihn Kengo. Er will wissen, was los ist und Mutsumi sagt ihm, dass sie wusste, dass er sie dazu bringen wollte, die Abriegelung aufzuheben. Außerdem sagt sie, dass der echte Tai sie immer zuerst durch die Tür gehen lässt. Kengo gibt auf und erklärt sich bereit, seine Aufgaben zu erledigen. Tai isst gerade Curry, als sie plötzlich einen Anruf erhalten. Es war Shinzo und er ist verrückt, weil es mehr Feinde gab, als er dachte und er hat alle seine Waffen aufgebraucht. Wir erfahren, dass er zwar gut mit Waffen umgehen kann, aber ein großes Weicher ist, wenn sie ihm ausgehen, also bittet Mutsumi Tai um Hilfe. Unsere Augen erwischen ihn mit einer Kiste. Er schleicht sich in das Gebäude, aber jemand ist da, um ihn aufzuhalten. Er denkt daran, wie er mit Shinzo zu kämpfen gelernt hat, also stößt er zurück, um den Schuss zu verhindern und tötet den Mann. Tai kann erkennen, dass sie zu dritt sind, denn hinter ihnen tauchen weitere Leute auf. Zwei von ihnen werden getötet, aber der dritte macht sich bereit, um Hilfe zu rufen. Es stellt sich heraus, dass Shinzo ihm eine Waffe gegeben hat, also benutzt er sie. Sie schießt Strom, der das Funkgerät zerstört. Als Tai zu Shinzo kommt, umarmt er ihn sofort und sagt, dass er Angst hatte. Er spielt mit seiner neuen Waffe und Tai meint, sie sollten gehen, aber plötzlich werden sie gefunden. Aber Shinzo verwandelt sich wieder in einen Motherfucker und entwaffnet sie sofort. Sie verschwinden schnell und Shinzo hat keine Probleme mit den Wachen, fertig zu werden. Als sie gehen wollen, feuert ein Schütze und trifft Tai ins Bein. Der Mann fordert Shinzo auf, seine Waffe niederzulegen, weil er Tai töten wird. Er feuert seine Waffe ab, als er Tai bluten sieht. Als wir zu Mimi zurückkehren, sagt sie zu Tai, dass er alles als Werkzeug gegen Shinzo einsetzen kann, damit er sich sicher fühlt. Dann wirft Tai ihn aus heiterem Himmel eine Gabel zu, mit der er die Waffe des Mannes zerbricht und ihn tötet. Sie entkommen und beide sagen, dass es ihnen leid tut, was passiert ist. Obwohl er keine Schüsse mehr abbekommen hat, glaubt Tai nicht, dass es ihm gut geht. Er meint, er müsse sich daran gewöhnen, um stärker zu werden, denn als ihr großer Bruder müsse er sie beschützen. Am nächsten Abend sehen wir Tai am Telefon mit Mutsumi. Sie will sich mit ihm verabreden, aber ein fremder Mann steigt aus dem Auto und sagt Tai, er solle auflegen. Der Mann geht auf ihn zu und sagt, er heiße Seiji. Er ist Polizeibeamter und sagt Tai, dass er einige Fragen an ihn hat. Als sie auf dem Revier ankommen, erzählt Seiji ihnen, dass er ein Foto von Tai von seinem letzten Job hat. Das macht Tai nervös und er fragt Seiji, wie er das Bild gefunden hat. Seiji sagt, dass er Videos von Tai von den jüngsten Ereignissen hat, weil er glaubt, dass Tai an allem schuld ist. Seiji droht damit, ihn zu verhaften und nennt ihn einen Kriminellen, aber Seiji glaubt, dass er mit einer geheimen Gruppe zusammenarbeitet und bietet Tai an, ihm zu helfen, eine mildere Strafe zu bekommen, wenn er allen die Wahrheit sagt. Aber Tai sagt, er wisse nichts und lehnt ab. Er weiß, dass in dem Wasser, das Seiji ihm gibt, Wahrheitsserum enthalten ist und will es deshalb nicht trinken. Wir sehen, dass Seiji es mit einem Luftballon aufgefangen hat, aber er tut immer noch so, als wüsste er nicht, was vor sich geht. Als er sich umschaut, sieht er, dass es Tote im Raum gibt und Seiji erzählt ihm, dass er gerade einen Drogendealer getötet hat und keine Angst hat, das Gesetz in den eigenen Händen zu haben. Er packt Tai und droht, ihn zu töten, aber Tai sieht einen Faden und findet heraus, dass Kyoichiro darin verwickelt ist. Er sagt Seiji, dass er nichts weiß. Seiji will ihn schlagen, aber er weicht dem Schlag aus, wodurch die Wand zerbricht. Kyoichiro sieht zu und macht sich über Seiji lustig, weil es ihm so schlecht geht, also bittet er Tai ihn um eine Erklärung. Kyoichiro erzählt Seiji, dass er sein Freund ist und dass er verheimlicht hat, was die Familie getan hat als Gegenleistung für ihre Hilfe bei seinem Studium.
Als Kyoichiro fragt, ob Tai den Test bestanden hat, sagt er ihm, dass Tai nicht gelogen hat und dass er sich darauf freut, mit Tai zu arbeiten. Seiji sagt Kyoichiro, dass er eine große Aufgabe für ihn hat, aber Kyoichiro weiß, dass es Zeit für seine nächste Aufgabe ist, also geht er. Als der nächste Tag anbricht, ist Tai müde, weil er nicht genug Schlaf bekommen hat und Mutsumi macht sich Sorgen um ihn. Kyoichiro betritt das Klassenzimmer und sagt, dass er der Vertretungslehrer sein wird, dann beginnt er zu sprechen. Tai ist kurz davor einzuschlafen, als er spürt, dass seine Kreide sehr schnell auf ihn zukommt. Er kann ihn gerade noch ausweichen. Wir sehen, dass die Kreide ein Loch in die Wand gerissen hat, Alter, war die schnell, und Kyoichiro spricht mit Tai im Morsecode und sagt ihm, dass er lernen muss zu kontrollieren, wann er schläft. Kyoichiro spricht über den Delfin und sagt, dass er nicht wirklich schläft, sondern nur einen Teil seines Gehirns ausschaltet, um die nötige Ruhe zu bekommen. Er sagt Tai, dass er diese Fähigkeit erlernen muss, aber Tai glaubt ihm nicht, weil Menschen schlafen müssen, um am Leben zu bleiben. Als Kyoichiro Tai sagt, dass er eine weitere Kreide werfen wird, wenn er Tai schlafen sieht, sagt Mutsumi ihm, er solle aufhören, weil sie glaubt, dass Kyoichiro Tai nur verletzen will. Sie sagt ihm, er solle aufhören, Tais Leben unglücklich zu machen, aber er sagt ihr, er könne Kyoichiros Test bestehen. Er ist begeistert, dass sie mit ihm redet. Kyoichiro zeigt ihnen aus heiterem Himmel einen Kügelchen und zerbricht es, wodurch Schlafgas im Raum freigesetzt wird. Als Mutsumi ihre Gasmaske aufsetzt und sieht, dass alle eingeschlafen sind, wird sie wütend. Als Kyoichiro sieht, dass Tai schläft, wirft er mit mehreren Kreiden nach ihm, aber Tai wehrt sich. Mutsumi ist schockiert, als er merkt, dass Tai sich bewegen kann, während er schläft. Kyoichiro fängt an, noch mehr Kreide zu werfen, als er erfährt, dass er nur halb wach ist. Tai kann ihn allen ausweichen, was Kyoichiro beeindruckt, und er wirft so lange mit Kreide, bis der Unterricht zu Ende ist, aber in dieser Nacht stellt sich heraus, dass Tai nicht wieder halb wach sein kann. Und alle finden ihn unheimlich, weil sie ihn schlafwandeln sehen. Am nächsten Tag liest Tai ein Buch darüber, wie man sich wie ein Spion verabredet. Er ist besorgt, dass er nicht genug Zeit mit Mutsumi verbringt und dass ihre Ehe in einer Scheidung enden könnte. Er will sie gerade zu einer Verabredung einladen, als er einen Anruf von Seiji erhält, der ihm mitteilt, dass er sofort zur Arbeit gehen muss. Seiji bittet Tai, ein gefährliches Pärchen in einem Vergnügungspark zu fangen, weil sie mit ihren Gewehren für Ärger sorgen. Seiji weiß nicht, wie das Paar aussieht, also sagt er Tai, er solle auf seltsames Verhalten achten. Er weiß, dass er zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil er allein ist und Paare um ihn herum sind. Doch plötzlich kommt Mutsumi auf ihn zu und sagt, sie wisse von seinem Ziel und werde ihm helfen, sich anzupassen. Sie warnt ihn, dass fremde Leute in der Nähe sind, aber sie sagt, dass er sich selbst schützen kann, so dass er sich keine Sorgen um sie machen muss. Er sieht ein süßes Paar und lächelt, als er das Outfit des Mädchens lobt. Sie sehen aus, als würden sie sich gut amüsieren. Tai versucht es ihm gleich zu tun, indem er Mutsumi sagt, dass sie mit ihrem Outfit hohe Dritte machen kann. Aber sie sagt ihm nur, dass es bequem ist, und er erfährt, dass es schwer ist, ihr Interesse zu wecken. Sie beschließen, einem Pärchen zu folgen, das in einer Achterbahn zu fahren scheint. Die Fahrt macht allen Spaß, außer Tai, der einschläft, weil sie nicht so aufregend ist wie sein Training. Mutsumi und Tai behalten das Paar nach der Fahrt im Auge und stellten fest, dass sie nicht so gefährlich sind, wie sie scheinen. Als sie ein anderes Pärchen sehen, denken sie, dass sie vielleicht nichts Gutes im Schilde führen, also beschließt Tai, ihnen zu folgen, während sie die Fahrt genießen. Als sie plötzlich anfangen, sich zu küssen, weiß er, dass sie ein ganz normales Paar sind. Mutsumi sieht ein anderes Paar, das ihr verdächtig vorkommt, und Tai beschließt, sie zu beobachten, während sie Kaffee trinken. Tai glaubt, dass der Mann eine Waffe hat, weil er ihn über etwas Wichtiges in seiner Tasche reden hört, aber es stellt sich heraus, dass er nur einen Ring herauszieht, um die Frau zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Viel Glück den beiden. Wir sehen Tai, wie er eine Rose hält und darüber nachdenkt, wie er Mutsumi glücklich machen kann. Er ist verärgert, dass er keine Spur hat. Jemand streitet sich mit dem süßen Paar, was er kaum glauben kann, dass sie sich auf den Fahrten so nah waren. Als sie plötzlich ihre Waffe zücken, weiß Tai, dass sie seine Zielpersonen sind. Als die Leute anfangen, aufeinander zu schießen, duckt sich Tai in Deckung. Als er herausfindet, dass jemand auf seine Rose geschossen hat, wird er wütend und schießt mit seinem Elektrogewehren auf sie. Die Polizisten tauchen auf und nehmen sie fest. Seiji dankt Tai für seine Hilfe und sagt ihm, er habe gute Arbeit geleistet. Kyoichiro erfährt davon und scheint wütend darüber zu sein, dass Tai mit Mutsumi ausgegangen ist. Tai und Mutsumi fahren mit dem sich drehenden Riesenrad, und Mutsumi sagt, dass sie alle Fahrten genießen konnten. Tai fragt sie, warum sie nicht mit dem Riesenrad fahren wollte, bevor sie mit den anderen Fahrgeschäften fertig waren. Sie sagt ihm, dass sie sich mit ihm in den Sonnenuntergang ansehen möchte. Er überrascht sie mit der Rose und sagt ihr,
dass sie bei dem Kampf verletzt wurde, aber er möchte ihr trotzdem für alles danken, was sie für ihn getan hat. Nachdem sie eingewilligt hat, verbringen sie den Rest des Tages zusammen. Als wir zum Haus zurückkehren, ist Shion erschöpft, weil sie ihre Aufgabe endlich erledigt hat. Sie will gerade schlafen gehen, als plötzlich ein fremdes Mädchen in ihren Computer einbricht. Sie wehrt sich gegen den Hacker und wir sehen, wie ihre Figur einen Igel jagt. Das Mädchen schaltet ihren Computer aus, wodurch der Igel entkommen kann. Wir können sehen, dass sie Aufnahmen von Tai gestohlen hat, als sie ihn wieder einschaltet. Am nächsten Morgen laufen sich Shion und Tai über den Weg. Als er sie fragt, warum sie so müde aussieht, erzählt sie ihm von dem Hacker. Er findet es seltsam, dass sie nur Aufnahmen von Tai gemacht haben, was ihm ein schlechtes Gewissen macht. Als Tai und Mutsumi zur Schule gehen, denken sie darüber nach, was der Hacker wollte. Plötzlich werden sie von ein paar Nadeln aufgehalten und wir sehen das unbekannte Mädchen. Tai versucht zu fliehen, aber sie können nicht entkommen, also macht er sich bereit zu kämpfen. Das Mädchen schlägt ihn aus heiterem Himmel, aber er stößt sie zurück. Das Mädchen sagt ihm, dass sie ihn liebt und dass sie ihn töten will. What the fuck, Alter? Ayaka, die Manhunter-Spionin, ist die, der Mutsumi ähnlich sieht. Ayaka mag den Spitznamen jedoch nicht, aber Mutsumi erklärt ihr, dass sie als Spionin Typen folgt, die ihr gefallen und sie mit ihren Nadeln sticht. Ayaka sagt, dass sie sich in ihn verliebt hat, nachdem sie ein Video von ihm im Dark Web gesehen hat. Das hat jedoch dazu geführt, dass jemand ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Als sie plötzlich ihre Nadel in die Höhe wirft, sehen wir, dass andere Leute wegen der Belohnung hinter Tai her sind. Ayaka rastet aus, weil sie Tai ganz für sich allein haben will. Tai sagt, dass er sich nicht umbringen lassen kann, weil er mit Mutsumi verheiratet ist. Als Ayaka das hört, fängt sie an zu weinen und wünscht sich, sie könnte Mutsumi auf der Stelle töten, aber sie sagt ihm, dass Kyoichiro ihr die Erlaubnis gegeben hat, Tai zu verfolgen, solange sie Mutsumi nicht anrührt. Die beiden können nicht glauben, dass Kyoichiro das zulassen würde. Ayaka wirft aus heiterem Himmel mit Nadeln nach ihnen, aber sie sagt ihnen, dass sie bald wiedersehen wird. Sobald sie weg ist, kommen sie zur Schule und treffen Ayaka, die eine neue Austauschschülerin ist. Sie bekommt den Platz neben Tai, wo auch sonst. Auf dem Weg zu ihrem Platz stolpert sie und wirft eine Nadel nach ihm, aber er wehrt sie ab. Wir sehen Tai, wie er seinem normalen Tag nachgeht, während er Ayakas Bemühungen, ihn zu töten, ausweicht. Der arme Brudi. Er isst mit Mutsumi zu Mittag und weicht die ganze Zeit nur Ayakas Angriffen aus. Als Ayakas Angst wächst, holt sie ihre Nadeln heraus und injiziert jedem in der Klasse eine bewusstseinskontrollierende Droge. Dann erzählt sie ihnen allen davon. Sie alle packen ihn und halten ihn fest, nachdem sie es ihnen befohlen hat. Mutsumi hält sie auf und sagt ihr, dass sie zu weit gegangen ist, da sie ihn gerade töten will. In diesem Moment taucht der frühere Kopfgeldjäger auf und will sich an Ayaka rächen. Er schießt auf sie, aber Mutsumi stößt sie aus dem Weg und Tai feuert seine Waffe auf den Mann ab. Ayaka fragt ihn, warum sie Mutsumi gerettet hat, als er nach ihr sieht. Sie sei froh, dass noch jemand sehen könne, wie großartig Tai sei, sagt Mutsumi. Ayaka hält sie für einen Engel und verliebt sich in sie. Wir sehen, wie Ayaka sich an Mutsumi festhält, während sie nach Hause gehen. Jetzt will sie Tai töten, damit sie Mutsumi ganz für sich allein haben kann. Das macht Tai unglücklich, aber plötzlich ruft Shion ihn an. Als sie in ihrem Zimmer ankommen, erzählt Mutsumi ihnen, dass Shion immer auf der Suche nach jemandem ist, mit dem sie Spiele spielen kann. Shion beginnt das Spiel und sagt Tai, dass sie nur die Monster besiegen müssen, die auftauchen. Als sie zu spielen beginnen, sagt Shion, dass es Zeit für den Boss ist. Tai ist schockiert, wie schnell er gekommen ist. Sie kämpfen gegen ein Monster, das wie ein Zug aussieht. Tai schlägt kräftig auf seinen Controller ein und sie besiegen den Endgegner. In diesem Moment kommt in den Nachrichten ein Bericht über einen Zug, der entkommen ist und dann plötzlich stehen blieb. Shion sagt, dass sie in die Computer ihrer Zielperson einbricht und sie in Spiele verwandelt, die sie besiegen muss, um ihren Job zu erledigen. Sie sagt, dass sie es nicht immer allein schaffen kann und zeigt dann ein Flugzeug, das in ein Kraftwerk stürzt. Wir können sehen, dass sie einen Drachen besiegen müssen, bevor sie das nächste Spiel spielen können. Shion gibt ihm einen Gegenstand, der ihn wieder zum Leben erweckt, nur für den Fall der Fälle, und dann beginnt sie mit dem Kampf gegen Kyoichiros Monster. Tai versucht sie zu bekämpfen, aber er schaltet irgendwie in den Gottmodus und Shion schimpft ihn, weil er schummelt. Obwohl der Drache immer näher kommt, schlägt Shion mit einer Combo zu und tötet ihn, während sie seinem Atem ausweicht. Tai ist beeindruckt, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Plötzlich taucht eine riesige Anzahl von Drachen auf und wir sehen, dass es sich in Wirklichkeit um einen Schwarm von Drohnen handelt. Es scheint ihr Ende zu sein, aber Tai hat eine Idee. Er erweckt den Drachen mit dem Regenerationsgegenstand wieder zum Leben und dann beginnen sie, die Drohnen zu töten. Wir sehen, wie der Hubschrauber sie abschießt und Shion ist erstaunt, dass es funktioniert.
Einige der Drohnen kommen jedoch durch, doch plötzlich taucht Ayaka auf und nimmt sie mit nach draußen, um Mutsumi zu erschießen. Tai und Shion schalten schließlich die letzte Drohne aus, was bedeutet, dass der Job erledigt ist. Shion sagt ihm, wie toll sein Plan ist, aber er lässt ihn nicht gehen, bevor sie nicht noch mehr Spiele gespielt haben. Wenn du mehr sehen willst, check gerne die Videos hier aus.